Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9 mit mir, DF. Und wir schauen erstmal, bevor wir irgendwas anderes machen. Falsche Taste, schauen wir an, ob wir irgendwie was ausrüsten können. Wir haben, glaube ich, nichts Besseres als das Organic. Stirnband. Haben wir hier irgendwas, was wir lernen können oder was besser ist? Nein, Mithril am Reif. Nö. Mithril Weste. Ja, die Adamant Weste. Die können wir anziehen, Herz aus Stein und Tontauben. Ich weiß nicht, was Herz aus Stein macht. Ich glaube, verwirren. Goldschal, haben wir irgendwie was hier? Ja. Dann erstmal nicht. Gletscherstock, Magierhut. Mithril am Reif, da haben wir auch nichts Besseres für ihn. Der kann auch nichts lernen. Baumwollkleid, Seidenkleid, der lädt auch Ability ab. Wahrscheinlich lernt der dann schneller Abilities. Und 6 Abwehr mehr. Die Zauberstiefel, da hat der auch nichts irgendwie, was er da lernen könnte. So viel besser sind die Sachen hier alle auch nicht. Der Peridot musste noch lernen, also Ramu. Die Tretarmreif, da haben wir auch nichts, was wir ihr geben können. Baumwollkleid, die lernt noch Apotheker. Haben wir irgendwas anderes, was Apotheker beibringt? Nein. Ja, dann haben wir das mal angeguckt. Gucken wir mal in die Abilities rein. Herz aus Stein. Fügt Muster dann aus Stein immensen Schaden zu. Okay. Ich mach mal Weihrauch, glaube ich, weg. Ich würde gerne Bestientöter reinhauen, aber ich mache da Pestizid. Oder haben wir noch irgendwas, was ich gerne haben möchte für 3 Rote Potion? Ne. Hau den Lukas, Ability ab. Wahrscheinlich an Eignung von Abilities, Auto Potion brauche ich nicht. Huch. Felsen fest, verhindert Konfus. Kann ich irgendwie was hier ab? Manchmal hau den Lukas. Ja, habe ich aber nicht genug. Das andere will ich erstmal nicht weggeben, deswegen bleiben wir bei hau den Lukas. Hast du irgendwie? Ja, Insomnia. Okay. So, dann, ja, bevor wir starten, möchte ich nochmal, beziehungsweise ich gehe schon mal Richtung Morast, da müssen wir ja hin, ich habe was Dummes gemacht, was mich selber betrifft, ihr habt ja wahrscheinlich schon gehört, dass man Wattestäbchen nicht für die Ohrreinigung benutzen sollte. Weil das kann man sich ja den Ohrschmalz reinschieben und dann ist man dann ist das ja verstopft und so. Das sollte man nicht machen. Ich glaube, ich greife aber nur an, weil die können mir gut so töten. Da fällt mir gerade ein, ich habe einen Sidan, der wirklich physisch gut dabei ist. Auf jeden Fall hat man ja wahrscheinlich schon mal gehört, dass das nicht so gut ist. Und deswegen habe ich aufgehört, Wattestäbchen zu benutzen. Aber irgendwie so ohne hat es auch nicht so geil funktioniert. Ich dachte, ich reinige nach einer Weile dachte ich, ich reinige mein Ohr nochmal mit einem Wattestäbchen, vielleicht ist das dann noch ein bisschen sauberer. Ich weiß, es ist irgendwie eklig, darüber zu reden. Was das Ganze gebracht hat, ist, dass ich am linken Ohr hier... genau deswegen, weil halt mal kein Wattestäbchen verwenden sollte. Ohrenschwalz ins Ohr gedrückt habe und ich kann auf dem Ohr fast nicht mehr hören. Und wir haben jetzt Wochenende, heißt, ich kann nicht einfach zum HNO gehen, als du noch ein Ohrenarzt, und das einfach wegmachen lassen. Bei Wochenende. Und ins Krankenhaus gehe ich für so einen Scheiß nicht. Da tue ich das lieber erdulden, dass ich doof bin und Scheiße baue. Ja. Ability up. Jetzt ist die Frage, was ist besser? Der Multistab oder die Sternroute?
Der Multistab ist schlechter, weil der macht den Angriff höher, weil der die Sternroute macht den Willen besser. Deswegen wollen wir erstmal. Vielleicht möchte ich gerne Ability ablernen, ne? Ach komm, weißt du was? Wir lernen tatsächlich Ability ab. Weil das geht dann auch ein bisschen schneller. Ich glaube, der hat was gelernt, also Vivi. Aber nichts, was ich jetzt hier wegtun könnte. Geh mal in den Morast. Morast der Kuhs. Hier waren wir ja mal und haben Quina gefunden. Ich will auch nochmal mit den Dudes hier sprechen, aber das will ich gar nicht. Mit dem Mokris. Ich weiß gerade gar nicht genau, wohin wir müssen, aber ja, wir fragen einfach mal Quina. Quina, bei dir scheint ja auch alles fit zu sein. Er, sie, es hat überlebt. Auf Clara. Sieht an, lange nicht geschehen, Mampf. Ich war unglaublich anstrengend, ganz alleine von Clara wieder zurück, Mampf. Sag mal, kennst du einen Weg, der zum äußeren Kontinent führt? Ich habe gehört, der soll hier in der Nähe sein. Ich frage mich, wie diese Sequenz ist, wenn man mit Quina vorher nicht gespielt hat. Weil Quina bis jetzt war ein optionaler Charakter. Und ich frage mich, wie das jetzt gewesen sein wäre, wenn wir Quina nicht gehabt hätten. Zum äußeren Kontinent, Mampf? Ja, ich bin bestimmt voller schaftiger Frösche, Mampf. Hört sich lecker an, Mampf. Für frische Frösche bin ich immer zu haben, Mampf. Gut. Das hat jetzt nicht wirklich geholfen. Der ist ein großer Frosch. Wir gehen mal zu Meister Quel. So hieß er, glaube ich. Zu Meister. Meister. Sag mal, kennst du eine alte Mine, die hier irgendwo sein soll? Eine Mine, Mampf. Jetzt, wo du erschlagst, Mampf. Ich glaube, mich zu einer von so einem Ort schon mal gehört zu haben, Mampf. Hm. Was denn jetzt? Ich bin mir nicht sicher, Mampf. Dieser Morast ist voller Gestrüpp. Vielleicht verwirkt sich dort ein Weg zu dieser Mine, Mampf. Vielleicht weiß Quina mehr, Mampf. Schließlich jagt er den ganzen Tag im Gestrüpp den Fröschen hinterher. Irgendwo im Gestrüpp also. Schönen Dank auch. Okay, der sagt genau dasselbe wie gerade. Oder? Okay. Der sagt das ein bisschen mit weniger Worten. Weniger Textblasen. Nein, Quina, wir fangen keine Frösche. Sieh dann, darf ich noch ein paar Frösche fangen, Mampf? Nachher. Irgendwo im Gestrüpp. Dann gehen wir irgendwo im Gestrüpp. Ich glaube, es war so, wenn man sich links dran hält. Links sage ich schon, rechts. Dann ist das irgendwo. Man hätte auch vor. Oh, wir sind schon da. Was? Quina, wo gehst du hin? Ich rieche Frösche, Mampf. Lass die Frösche Frösche sein und hilf uns, den Eingang zu finden. Hier lang, hier geht es. Okay. Hey, Quina, jetzt warte doch. Und da stapft er dahin. Ich wusste, dass das irgendwie rechts war. Da hätte man auch so nicht hingekonnt, glaube ich, sondern man muss diese Sequenz hier sehen. Frösche, Mampf. Warte! Oder hätte man hier hingekonnt, weil Quina machte ja gerade die Kette kaputt. Da wäre man, glaube ich, so nicht rangekommen. Jetzt ist er mir schon wieder weggeflutscht, Mampf. Hey, Quina, vergiss die Frösche. Schau doch. Da ist doch der Eingang zur Mine, den wir gesucht haben, oder nicht? Den habe ich vorher noch nie gesehen, Mampf. Sieh dann, gehen wir wirklich da rein, Mampf? Aber hallo, und wie wir da reingehen werden. Vielleicht kommen wir ja zum äußeren Kontinent. Ich muss nochmal gucken, ob wir hier für Quina was Besseres haben oder er sie erst was lernen kann. Sein Kleid, Ability ab und Urschrei und Habgier. Also Habgier. Egal. Abilities. Warte, du hast auch Ability ab, ne? Soll ich ihr das geben? Was mache ich dafür weg? Apotheker wahrscheinlich. Weil sie setzt ja sowieso so selten Heil-Items ein.
Oh, den Lukas kann ich tun. Eine Ability ab. Passt schon. Was macht denn Hardgear? Erhöht Preisgeld. Okay, gut. Wenn wir dann mal 5 Punkte so in der Gegend rumliegen haben, werden wir das mal ausnutzen. Oh, an den Bildschirm erinnere ich mich null. Ich erinnere mich an die Mine. Fossilienmine. Diese Schrift ist ein bisschen schwer zu lesen. Ja, hieran erinnere ich mich schon wieder. Ist da irgendetwas? Es ist so dunkel, ich kann nichts erkennen. Was ist jetzt los? Und da kommt etwas angerast. Jetzt kommt es aber knüppeldick. Muss selber lenken, also. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Man kann gegen das Ding, glaube ich, kämpfen. Sollte man aber aua nicht. Glaube ich. Habe ich gehört. Ich glaube, wir können dann nicht gewinnen. Was? Okay, von alleine vorgesprungen. Ich dachte jetzt schon, was ist denn los? Autsch, ah! Tut mir leid, Vivi, bist du in Ordnung? So halbwegs. Wir hätten, glaube ich, ein bisschen trainieren sollen mit Lilly. Vorsicht, weg da, Mampf! Es war aber haarscharf. Was Blödes ist sie futsch, die schöne Droschke. Wer ist da? Ich habe dich gesucht, Prinzessin Garnet. Wer ist denn die hübsche junge Dame? Hör auf zu balzen, sie dann, ihr wohl. Ich bin Lani und ich bin auf der Suche nach Prinzessin Garnet auf den Befehl ihrer Majestät, Königin Bran. Auf Mutters Befehl? Was möchte Mutter denn von mir? Aber eines schon mal vorweg, nach Alexander kehre ich nicht zurück. Naja, eigentlich ist die Königin auch gar nicht so sehr an dir selbst interessiert, Prinzessin. Was soll das heißen? Vielmehr an dem Gegenstand, den du aus dem Schloss entwendet hast. Bin mal so dreist und verlange ihn zurück. Ihre Majestät besteht nämlich darauf. Aber wollen wir doch nicht unvernünftig sein, oder? So viel Glück wie vorhin hast du kein zweites Mal. Wenn du weißt, was gesund für dich ist, dann gibst du ihn mir. Also, sei brav und rück dieses verfluchte Teil raus. Dieses Höllengefährt vorhin hast du also auf uns gehetzt. Der Junge kapiert schnell. Naja, wenn die Prinzessin dabei umgekommen wäre, tja, im Schloss hätte wohl niemand geweint. Was willst du damit sagen? Er kapiert wohl doch nicht so schnell. Als ich meinen Auftrag erhielt, das hieß jedenfalls nicht von und der Prinzessin darf auf keinen Fall etwas zustoßen oder so etwas ähnliches. Aber Mutter würde doch niemals... Wo jetzt? Also nun, gib schon her die verdammte Kette oder muss ich erst handgreiflich werden? Das wird interessant. Und was ist, wenn sie nein sagt? Ich Schwachköpfe, ich hab so langsam die Schnauze voll von euch. Ja, moin. Ich hab in Erinnerung, dass der Kampf ein bisschen hart ist. Vor allem, wenn wir klauen wollen. Mach dir nicht so schwer, gib mir die Kette. Vita, ich glaube, keiner muss geheilt werden. Deswegen erstmal Abwehr. Das war jetzt nicht so geil. Astra, Abwehr. Das war nicht so geil. Klauen. Gladius geklaut, gut. Das hört sich für Steiner an. Hast du jetzt endlich begriffen? Vita auf Lilly. Abwehr, klauen. Witzra, bitte. Du greifst die ganze Zeit Lilly an? Was ist das für ein Scheiß? Vita auf Lilly. Korallschwert geklaut. Ich glaube, das war alles. Aber ich schaue nochmal. Also, ich klaue nochmal. Abwehr, klauen, Abwehr. Und nochmal auf Lilly. Nicht auf Lilly. Lilly. Jetzt wir zwei Leute haben, die einen ähnlichen Namen haben. Ein Habenix. Okay, gut. Analyse auf Lilly. Lilly, Level 12. Und der ganze Kladderadatsch. Ihr Angriff, Blaumagie, Deflex machen wir mal kurz. Schwarzmagie, machen wir einen Blitzra.
Lilly ist, glaube ich, zu beschäftigt damit zu heilen, als irgendwie zu buffen. Was tust du da? Okay, die kontert. Das ist auch nicht schlecht. Ja, wie gesagt, heilen. Kann ich irgendwie irgendwas Starkes machen? Deflex? Verfehlt. Die ist nicht Level 3, also durch 3 teilbar, das Level von ihr. So. Blaumagie, was haben wir denn noch? Kürbis von der Engelspeise, was ist das? Special-Visier verwendete Alleinmittel wird benutzt. Okay. Angriff. Blaumagie. Itzra. Aerora, bestimmt auf alle, ne? Ne, nur auf die Sidan. Du magst dich lang anscheinend nicht. Okay, so stark war das nicht. Auf Sidan eine Heilung. Du haust drauf. Ich mache heute die Kürbisfalle, weil der Angriff von Quina war jetzt auch nicht gerade so mega stark. Könnte ich sie fressen? Wahrscheinlich schmeckt. Wie heißt der Satz nochmal, wenn er nicht fressen kann? Ganz schön hart dagegen. Ja, wir müssen nicht heilen, deswegen mal Aramun. Nicht genießbar, Mampf, genau. Angriff, Eistra, auf die Prinzessin wahrscheinlich, genau. Nochmal eine Potion auf Lilly. Bei Donnerbo. Ach, wir sehen sogar nicht die ganze Animation, weil ich das letztes Mal eingesetzt habe. Das ist krass, wollte ich sagen, aber ich meine eigentlich cool. Cool, krass. Krass, cool. Lilly ist tot. Das ist nicht geil. Bitte, Lani, verreck jetzt nicht. Das Problem halt mit Lilly ist, sie ist auf so einem geringen Level. Genau, das soll nicht passieren, weil Lilly, ihr seid stärker als erwartet. Lilly sollte die Erfahrungspunkte mitkriegen, aber mir fällt gerade ein, das ist ein Bosskampf und Bosskämpfe geben in dem Spiel keine Erfahrungspunkte und nicht mal AP. Alleine habe ich mich da wohl etwas übernommen. Und dann erstmal einen strategischen Rückzug. Okay, tschüss. Wieso ist da eine Zange auf dem Tisch mit einem Stück Papier? Ja, dann mache ich mal eine Phoenix-Feder. Und dann halt sie sich mal kurz hoch. Nein. Ja, mit dem Vita ein bisschen selber. So, muss ich wen anders heilen? Ne. Kann ich hier irgendwie lang? Kann ich nochmal hier lang? Weil ich glaube, hier zurück geht es nicht, ne? Doch, ich kann nochmal komplett zurück, wenn ich wollen würde. Was wir auch tun. Ich krieg keinen Schaden, ne? Ich muss nur das besser timen. Vollidiot. Das habe ich noch nie gemacht, hier zurückgehen. Weil da ist ja eine Tür aufgegangen, in die wir nicht rein konnten. Kämpfe sind nicht schlecht. Irgendwie habe ich im Kopf gedacht, nicht schön. Deswegen kam da nicht schön raus. Kabelfresse. Hau mal drauf. Oder auch mal drauf. Und du frisst mal einen der beiden Mausschelle. Ist nicht so geil. Deswegen ein Echokraut auf Lilly. Wir warten mal, bis sie Vita einsetzen kann. Muss schwächer werden, Mampf. Alter, ich kann auch den hier machen. Ah, der ist auch stumm. Fressen. Ich brauche auch noch einen Äther für Lilly. Mach erstmal abwehren.
du auch. Komm, fressen. Gute Nacht gelernt. Werden wahrscheinlich einschläfern. So wie ich das jetzt verstehe. So vom Namen her. Insomnia. Ja, dann soll ich noch. Macht das Sinn? Ja, wenn er in Dings geht. In Trance und dann kann er nicht seine Spezialattacken einsetzen, ist auch ein bisschen doof. Deswegen habe ich ihn da mal geheilt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich da noch viel heilen muss. Was wurde da. Was ist da passiert? Irgendwer hat was gelernt. Ich habe nicht aufgepasst. Wer genau das war. Ich glaube, er ist noch hier. Er kann nicht wirklich viel lernen. Haben wir denn irgendwas für dich? Nein. Stirnband. Haben wir denn da was Besseres? Ja, die Magierhut. Kannst du Urschrei lernen? Lernst du Urschrei durch was anderes? Nein. Dann Urschrei. Auch wenn der Magierhut jetzt nicht so mega geil ist. Meiner Meinung nach. Okay, gut. Was für ein Level ist sie? 13. War sie nicht gerade? Ah, ne, sie war 12. Auf Level 12 war sie. Ich stelle mich auch an, ne? Weil hier. Man kann. Oh, man kann sogar zurück, wenn man wollen würde. Ein Elixier erhalten. Ich meine. Weil es auch nichts Falsches, ne? Also, Elixier ist ganz schön gut. Und ich musste jetzt nicht unbedingt. Haben wir so einen nicht mal gehabt? Ne, das war doch das Monster, was. Oh, Blitzra. War es nicht eins dieser Monster, das in Käfig war, in Treno? Ah, ich wollte. Ich hab. Der hat den. Schau mal, was gute Nacht macht. Alter Schlaf, okay. Angriff. Ein Griffin. Nochmal Glitzra. Das war das Monster, das in Treno war. Oh, es heilt sich. Glaube ich. Genau. Das gegen Steiner verloren hatte. Versuch mal zu fressen. Aber vielleicht stirbt es ja jetzt auch. Nee, ich hatte sich ja gehalten. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe es auch ein bisschen für ein bisschen stärker gehalten. Peridot. Noch einer. Nee, sie ist gut. Du hast Apotheker gelernt, deswegen können wir dir jetzt die Symmetrieweste geben, damit du Autopotion lernen kannst. Du kriegst ein Peridot. Du hast Blitzra schon gelernt, also ja, okay. Bist du nicht Peridot, außer ist es besser. So ist es nicht. Zauberstiefel ist schon gut genug. Jetzt müssen wir nur nochmal hier kurz zurücklatschen. Wenn man das getimed hat, eigentlich mit dem ersten Beil, dann kommt man eigentlich gut durch bei den anderen. Wachabwehr. Haus drauf. Haus auch drauf. Hals mal Vivi. Oder alle. Oder tot. Oder so. Was gelernt. Hab nicht aufgepasst. Sind also zu schnell weggedrückt. Nee, Echo-Kraut. Ich bin irgendwie nicht so gewandt in den Menüs heute. Feuerer gelernt. Dann kannst du. Ja, du behältst, glaube ich, den Magierhut erstmal, ne? Ja.
Das ist ja lustig, dass ich genau beim Beil, also mit lustig meine ich scheiße, dass ich beim Beil genau gegen ein Monster kämpfe. Nix. Angriff. Nochmal ein Blitzer. Versuchst du es zu fressen? Heilen wäre intelligent vielleicht gewesen, weil Vivi ist schon ein bisschen fast im Sterben. Ja, dann halte ich mal Vivi immer alleine. Nochmal draufhauen. Muss schwächer werden, Mampf. Gönn du dir mal einen EK. Und du versuchst nur mal zu fressen. Bitte nicht auf Vivi. Auf sie dann ist auch ein bisschen doof. Okay. Bitte auf sie dann. Okay, es ist tot. Von wegen muss schwächer werden. Das ist ja fast nichts zum schwächer werden da gewesen. Level up, Peridot. Huch, genau, ja. Das habe ich gedacht, dass das passieren wird. Okay, hier runter. Eine Gargantula, eine wilde. Sie sah auf jeden Fall ziemlich wild aus. Eine wildlebende Gargantula, ich denke, die können wir benutzen. Weißt du, der hat gerade erst eben gelernt, dass Gargantulas überhaupt existieren und jetzt ist er schon Professor von und zu Gargantula-Kenner. Kenner. Ja, Fresschen. Und auf geht's. Wie das mit vier Mann gehen soll, von allem mit den vier Mann, die wir dabei haben. Ich denke mal, Quina und Vivi. Wie soll das gehen? Kann ich einfach abspringen oder wie ist das? Ne, ich bin automatisch ab. Also hier ist erstmal, wie Sie sehen können, sehen Sie nichts. Wieso kann ich nach da, wahrscheinlich so ein Gemüse nehmen und dann das Gargantula hinhalten an der Stelle. Dann komme ich weiter. Das ist ein ganz besonderer Abschnitt hier jetzt, weil damals in 2016, habe ich dieses Spiel ja gespielt, gestreamt sogar, live gestreamt. Link ja auf sie dann. Schwarzmagie. Ah ne, du sollst dir einen Ether geben. Ich habe voll nicht geheilt. Hau drauf. Und du hau auch drauf. 2016 habe ich dieses Spiel gelivestreamt und bis zu dieser Stelle bin ich gekommen. Dann hat es hier gebrannt im Haus und dann konnte ich irgendwie konnte ich nicht mehr weiterspielen, weil es hier gebrannt hat. Und dann war irgendwas mit der Festplatte und all meine Spielstände, also halt alles, was auf der Festplatte war, ist flöten gegangen, plus Spielstände. Und ich wusste nicht, dass man in der Cloud speichern kann. Weil woher soll ich denn das riechen, dass das geht? Ich meine, beziehungsweise, woher soll ich riechen, dass man das Handy nicht machen muss? Ja, das stand geklaut. Yippie. Aber man muss das per Hand machen, in die Cloud das speichern. Und das wusste ich nicht. Muss schwächer werden, Mampf. Da haut Vivi erstmal drauf. Sie dann eher nicht, weil sie dann das Vieh wahrscheinlich tötet. Und wenn Lili kann, soll die da auch draufhauen. Ja, dann versuch nochmal. Blauen. Hau drauf. Muss schwächer werden, Mampf. Ein habe nix, okay. Komm, Vivi. Wir werfen es mit Wattestäbchen. Wattestäbchen. Ich habe auch nur Wattestäbchen im Kopf. Wattebällchen, wollte ich sagen. Abwehr. Fressen.
Wen heilen wir denn da am besten? Wie viel? Schwächer werden, Mampf. Ich hab jetzt Angst, Magie zu verwenden, weil sonst verreckt das Vieh mir noch. Ich versuche es sehr zu fressen. Es wäre auch gut, wenn das Vieh nicht andauernd wen angreifen würde, dann müsste ich mich andauernd heilen. Mit Lilly und könnte dann auch mit Lilly auch nochmal einmal draufhauen. Ich weiß nicht, wie lange ich das hier dann noch mache. Aber das bringt ja alles nichts. Und muss schwächer werden, Mampf. Dank der Hacke. Wenn sie dann jetzt drauf haut, dann ist das auf jeden Fall tot, das Vieh. Und bei Quina weiß ich nicht so genau, wann Quina mal wie ein Truck zuhaut und mal, keine Ahnung, ein Kätzchen dagegen schlägt. Der Kampf ist so dumm. Komm, fress! Fresschen! Mist sind gelernt, hoffentlich hat sich das gelohnt. War ja ein dummer Kampf. Aber wenn du einen Blaumagier im Team hast, und soweit ich mich erinnern kann, haben wir Quina jetzt eine Weile an der Backe.